Mark, komm mal hier Ja. rüber. Da werden die Koordinaten wieder kleiner. Da geht aber Z wieder nach oben. Kannst du denn mal entgegenschwimmen bei uns? Dann finde ich selber das nachher nicht mehr. Ich kann ja mal Ausschau halten. Boah, Alter, bei mir sind gerade Frames eingesackt. Was sind dann die Koordinaten nochmal? Meine. Ja. -30. Jetzt bin ich gerade bei 800. Minus x minus 883 und z minus 257. 800, wir sind gerade bei 1000 noch irgendwas. Ihr seid ja wegen weit, ne? Der Mark schwimmt weiter. Mark. Ich muss ja auf meine Min bei Z auf meine minus 200 Ja, du noch mal darfst was aber X gucken. nicht aus den Augen verlieren, Alter. Ja, was soll ich machen, wenn das hier hängt? Mark? Dann helf uns lieber mal. Wo bist du, Mark? Unter Wasser. Was machst du unter Wasser? Komm wieder hoch. Er macht einen auf Kommt doch. Undertaker. Ah, einfach den Sonnenuntergang jetzt schwimmen. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich schwimme jetzt Richtung Mond. Richtung was? Richtung Mond. Da schwimmst du ja wieder in die verkehrte Richtung. Da geht's auch bei mir X runter. Ey, ich geb's gleich auf, Leute, ohne Scheiß. Hilf uns alle mal, Michael. Man sollte, ey, weißt du, was Problem ist? Wir sollten niemals alleine irgendwo hingehen. Ohne Scheiß, das ist Quark. Michael, komm mal am Mond. Ja. Wo ist denn der Mond bei dir? Der Mond. Am Himmel. Ah, der Sonnenuntergang ist rechts von mir sozusagen. Der Mond ist links. Geht links von mir auf. Die Richtung. Nein. So, dass der Mond links ist und der Sonnenuntergang rechts. Nee, umgekehrt. Dann Bei müssen wir euch die. rechts der Mond und links der Sonnenuntergang. Dann müssen wir in die Richtung schwimmen. Weil hier ist rechts Mond und links Sonnenuntergang. Ja, genau. Mark, komm her. Mark links, wo bist du jetzt? Ich muss links schwimmen. Links! Und nicht rechts. Alter, war ich doch ruhig. Wir schwimmen links, nicht rechts. Ich blick hier nicht mehr durch, ich lass mich gleich ab, klapp den Laptop zu und dann Feierabend für heute. Darüber. Wir schwimmen mal in die Richtung. Komm jetzt einfach. Na, schwimmen. Oh yeah. Da gehen die Koordinaten wieder runter und auf. Okay. Machen wir das mal. Nee, die gehen nicht nach. So, ich begebe mich jetzt über Nacht wieder auf die Insel und warte auf euch. Und wenn ihr die Insel nachher gefunden habt, dann machen wir eine kurze Unterbrechung. Okay? Ja. Kann sich nur um Stunden handeln. Bis wir diese Insel gefunden haben. Ja. Also, der Mond steht jetzt genau über mir. Und er zieht in meine Richtung. Deine was? Ich habe mich jetzt wieder auf die Insel vorne hingestellt, wo ich gestrandet bin. Auf dir zieht der Mond jetzt zu. Auf mich hinzu, ja. Genau. Aber mit der Richtung des Mondes, so wie der Mond zieht, so müsst ihr schwimmen. Also Marc, da.
Ah, der Marco schwimmt schon in die Richtung. Ja, der Marc fragt nicht groß, der hört nur zu und dann ab Marsch. Einfach mal gerade ausschwimmen. Ich halt Ausschau. Weil ich habe nämlich schon angefangen, das Grundmauern zu bauen vom Haus. Aber falsche Richtung, was wir schwimmen, weil Z geht runter, X geht hoch. Das stimmt doch eigentlich, oder? Nein. Bei X muss es doch hochgehen. Nein, X muss runter. Wir müssen doch auf 830 kommen. Nee, auf minus 794 jetzt bin ich. Also sag mal rund 800. Aber wir gehen ins Plus rein. In Richtung 1300. Ja, dann das ist bei X. Richtung. Ja, sag ich doch. Na, ich kipp's gleich auf. Nein. Da geht's runter. Hm. 29. Ja, Leute, ich hätte vielleicht eine Idee, was wir machen könnten. Wir unterbrechen jetzt die Aufnahme, weil die dauert eh zu lange. Und wir haben richtige Richtung gefunden. Und wenn nicht, würde ich sagen, dann machen wir das offline, dass ihr rüberkommt. Und dann machen wir weiter, wenn ihr wieder da seid. Wir brauchen erstmal Land, dass wir draufkommen. Okay, gut. Also Leute, ihr seht, doch ein bisschen problematischer, als ich gedacht hatte. Ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt, aber gut, passiert halt. Wir werden die Aufnahme hier unterbrechen und werden dann, wenn die beiden da sind, mit der Aufnahme fortsetzen. Also, bis später, Leute. So, nach einer kleinen, missglückten Versuchsaktion, die beiden rüberzuholen auf der Insel. Ihr seht, hier ist ein Creeper hochgegangen, das war der Max. Weil er nicht drauf geachtet hat, weil wir mit dem Revoltic beschäftigt waren, rüberzuholen, aber egal. Ich habe es jetzt offline geschafft, die beiden rüberzuholen. Ich bin halt wieder zurückgeschwommen und das war wohl ein bisschen, oder wäre ein bisschen zu langweilig bei euch gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, naja, machen wir fix offline. Und ja, jetzt sind die beiden da. Wo seid ihr denn? Ich bin hier unten am Riss. Ach, gleich bei dem Riss verschwunden, oder was? Nein, ich bin da drinnen. Was ist denn das weiße Zeug? Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Schimmel wahrscheinlich. Nee, nix Schimmel. Ja, ihr könntet mal Steine farmen, ne, Leute? Ich hab keine Axt jetzt. Ja, geht sofort los. Hier in der Kiste ist Holz. Ja. Da sind Sticks. Es fehlt nur noch Stein. Na, jetzt habe ich mir gerade Dings gebaut. Fang. Und Max, aufpassen hier, ne? Ah, jetzt darf ich alleine Häuser bauen, oder was? Nein, ich mach hier, Max. Ich mach mein eigenes. Ich darf mir dann bei mal eine Hütte für uns bauen, oder was? Ey, Marco, wir bauen mal runter. Das hört doch keiner. Hab ich jetzt vor. Ich bräuchte Stein. Ja, warte doch mal ab, Mensch. Stein kriegen. Max, sammel du Stein. Außerdem wird's Nacht. Wir müssten mal gucken, ob wir vielleicht nicht doch irgendwo Schafe finden. Ne? Ja. So, ich hab einen Weg nach unten. Oh, Wasserfall. Wie kommst du wieder rauf? Durch den Wasserfall, den ich gerade selbst gebaut habe. Was mag. Ja, Leute. Geht schon wieder gut los. Aber ich muss sagen, jetzt sind meine Frames auch stabil beim Aufnehmen. Ja, so 30 rum. Echt? Vorhin waren es so um 15. Passt. So, Leute. Ich werde mal mein
meine beiden Schwerter aus der Kiste holen und mein Werkzeug. Marc, bist du besoffen oder was? Weil du solche Kringel wieder rum hast. Na, ich habe verdorbenes Fleisch gegessen. Ja. Hast du Holz mit? Wie viel? 5 ganzes Holz und 20 Holzbretter. Gib mir das mal bitte. Ich schau mal, was die beiden da machen, dann werde ich ja gleich mal mein Bett holen. Du bist doch eine Maske, Alter. Den einzigsten Überweg, warum? Ne, den musst du zubauen, so aufreißen, dass du nur nach unten fällst. Ich dachte, du kannst schwimmen. So, bauen wir gleich mal ein paar Steinwerkzeuge hier. Ach so, ja, ja doch. Weiß, was das nee, geht da noch gar nicht. Na? Das da. Na? Was ist es? Diorit? Ah, Steroide. So, mal mein Bett holen. Oh, und da habe ich uns eine schöne Ecke rausgesucht. Ja. So Leute, ich hoffe mal, es wird dann jetzt auch nach und nach wieder für euch ein wenig interessanter. Man kann auch nur mal den Halmbaum abfahren. Eieiei. Eieiei, jetzt geht's los. Oh. Oh lol, Creeper in der Bude. Ja. Scheiße, vor der Bude hochgegangen. Die Löcher werden immer größer. Das ist schlecht. Max, deine Spitzhacken liegen da. Deine Spitzhacken liegen da. Danke. Super. Ich habe auch gleich Kohle, ich mach mal gleich ein paar Fackeln. Leute, was ist denn nun los hier? Wollen wir nicht erstmal schlafen gehen? Ich habe eh kein Bett. Ah, ich begebe mich mal auf die Suche nach ein paar Schafe. Wir brauchen mal 6, ne? Ja. Creeper. Ja. So. Ah, Harakiri! Oh. Alter, ich muss mir erstmal fix was zum Essen holen. Marc? Hackt's immer noch bei dir? Ja. Bei mir auch nicht mehr. Nein. Also gegessen haben wir, Essen haben wir dabei. Halt, mein Bett werde ich mal gleich hier irgendwo erstmal in der Bude hinstellen. Und dann werde ich mal gucken nach Schafe, okay, damit wir uns ein paar Betten bauen können. Ja. Werden sie auch wohl irgendwo hier am Festland Betten, Betten wollte ich gerade sagen, Schafe befinden. Piss dich, Zombie! Du Zombie! Doch. Wow, Riss. Spinni! Na komm. Komm her. Weg bist du. Ey, hier findest du keine? Boah, Alter, eine Feige. Ah, Schafe, geil. Oh. Ja, hier sind ein paar. Das Gute ist natürlich, nach dem neuesten Update gibt es ja auch natürlich Fleisch, ne?